Zeit. Hi, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Erfolgsserie Versus, und zwar Installationszangen in the Blue Corner from Milwaukee, USA. Die Milwaukee Kombinationszange für Elektriker. Und in the Red Corner from Kniebex, Germany, die Elektroinstallationszange. Und die beiden möchte ich heute miteinander vergleichen. Vorneweg, ja, die ist VDE zugelassen oder getestet und die hier nicht. Die gibt es aber auch nicht VDE zugelassen. Deswegen den Umstand lassen wir mal beiseite, bevor ihr anfangt, hier unten Kommentare zu schreiben. Und da haben wir hier auch noch eine Zange ohne Lasche, wo man Abschutzhilfe hinmachen kann, die gibt es aber auch mit. Und den Preis habe ich auch rausgesucht für die Zange. 45 Euro hier und 45 Euro hier, roundabout. Ja? Und dann schauen wir mal gewichtstechnisch. Die hier ist angegeben mit 290 Gramm und die hier mit 280 Gramm. Dann gucken wir mal. Einwiegen. 295 Gramm, also 5 Gramm schwerer als angegeben. Und 275 Gramm, 5 Gramm leichter als angegeben. Also 20 Gramm, nicht ganz 10% Gewichtsunterschied, ist schon wegen was. Also die hier ist Heavy Duty, ist schwer. Und die ist auch gut, aber nicht ganz so schwer. Wenn man den ganzen Tag damit arbeitet, ist das schon ein leichter Vorteil, den ich hier sehe. Beide Zangen haben 6 Funktionen in einem und darauf möchte ich jetzt näher eingehen. Fangen wir mal hier an. Also ist eine schöne Zange. Die hat da unten einen Mechanismus, wo man ihn riegeln kann. Hat hinten eine Schlaufe, wo man Absturzkabel oder Schlaufe reinhängen kann. Wiring Warning: Do not use on live circuits. Ja, ist klar, kann man nicht mit an Strom hingehen. Die hat für Nummer 6 und Nummer 8 Schrauben, beziehungsweise 6,32 Zoll und 8,32 Zoll Schrauben. Das sind so ungefähr 3er, 4er Schrauben. Hier Bohrungen, wo man Schrauben abnipsen kann und wo man auch Loops biegen kann, also Schlaufen an Kabel hinbiegen kann. Dann ist die hier so schön präniert, außen geriffelt. Und man kann die, wie gesagt, mit einer Hand bedienen. Und da hat die für massiv Kupferkabel von 8 bis 18, also 18, 12, 14, 16 Wire Gauge, und für Litzen 10, 12, 14, 16, 18 und 20 kann man damit abisolieren. Und hinten hat man einen schönen Kabelschneider drin. Vorne ist es eine Zange, da ist geriffelt, kann man vielleicht mal ein Kabel ziehen. Außen vorne, ja, ist leicht, hier ist scharfkantig und hier ist leicht entgratet, bis leicht die Phase ist hier, und hier ist auch noch ein Riffel oben, und damit kann man, sagen die im Englischen, ist ein Reamer, aufbiegen auch. Die Griffe sind echt gut, fassen sich gut an, geben auch ein bisschen nach, und die hat eine Limited Lifetime Warranty. Das machen die Amis gern. Ich glaube, bei uns ist nur bis zu 30 Jahre maximal, und hier, die geben halt eine Lifetime Warranty, auch wenn die limitiert ist. Ja, ich denke mal, die schützen sich davor, wenn halt einer wirklich grob fahrlässig handelt, dass sie es dann nicht bezahlen müssen. Aber das ist ein Qualitätsmerkmal und die versprechen sich davon halt, dass die sowas auf ihr Werkzeug schreiben, ganz hochwertige Werkzeuge anbieten können. Always Wear Eye Protection steht hier innen im Griff. Not insulated, do not use on live circuits. Also wie gesagt, nicht VDE-fähig, aber schönes Zängle mit vorne in der Spitze, schmalen Hals, gleiche Preiskategorie wie die, gleiches Gewicht wie die. Ja, tolle Sache finde ich also. Es ist schon ein kleines Schmuckstück von Werkzeugkoffer. Und dann hier in der Red Corner eine eurer Lieblingszangen, und wieso, schauen wir uns mal an. Also die kann man auch manuell entriegeln, auch ganz groß geht die auf. Wenn wir uns das mal gegeneinander anschauen, geht wesentlich weiter auf, und das Tolle ist, die kann man kurz stellen, und wenn man dann im Schaltschrank was machen möchte, ist man schnell unterwegs. Und wenn man jetzt mal so seitlich drauf schaut, bei der Milwaukee ist der Griff ein bisschen länger und bei der
Kniepex ist halt die Zange ein bisschen länger. Und was da für Funktionen oben drin sind, hier schön verchromt, haben wir einmal eine Kabelschere, wo man, ich glaube, bis 15 mm oder sowas schneiden kann. Dann 0,7 steht hier, 0,75 bis 1,5 kann man grimpen und 2,5 kann man grimpen. Abisolieren, Entschuldigung, grimpen kann man drüber von 0,5 bis 2,5 sogar. Die hat auch noch eine Spezialitätenfläche da oben, also eine flache Fläche, um eine glatte Greiffläche, um Drähte zu ziehen. Die ist schön spitz und ist hier auch relativ scharfkantig, auch dass man hier eine Dose durchbrechen kann und die dann entgraden kann, dass man sie nicht mehr schneidet. Die hat hier ein sogenanntes Brennerloch. Die liegt echt gut in der Hand mit den zwei Kunststoffgriffen, mit der kann man greifen, flach und rundstahl, man kann biegen, man kann entgraten. Ja, tolle Zange. Ja, und dann kommen wir schon zum Fazit. Hier würde ich sagen, auch wenn das eine tolle Zange ist und wenn man mit der vielleicht ein paar Querschnitte mehr abisolieren kann, ist diese Zange, die ist halt ein bisschen breiter aufgestellt und die ist halt speziell so für 1,5 und 2,5 Quadrat, wo man hier echt schnell damit arbeiten kann. Also das ist auf jeden Fall Grundausstattung, die eigentlich auch, um die anderen Querschnitte zu machen, und die ergänzen sich ja auch. Also knappe Geschichte, aber ganz leicht hier die Knipex Elektroinstallationszange vorne. Okay, danke fürs Zuschauen. Lasst mal ein Abo da, nichts riskieren, abonnieren und bis bald.